Hallo, in diesem Video möchte ich eine Neuauflage des bereits vorher schon mal veröffentlichten Profilverlegungsvideos machen. Grundsätzlich war im ersten Video die Profilverlegung noch in den Bauwesenfunktionen, das heißt hier war ein neuer Punkt. Dies wurde jetzt in die Ribbon gepackt, das heißt der Dialog ist oder die Befehle sind hier oben reingepackt. Dieses möchte ich hier noch einmal zeigen, das heißt ich kann hier zum Beispiel die Querstoßkanten definieren, das heißt hier wird dann in weiterer Hinsicht mit der Profilverlegung ein Stoß erzeugt, ist hier etwas zu mickrig gehalten, aber mir geht es natürlich wiederum einfach nur zum Zeigen. So, ich starte hier den Dialog, kann hier aus der stark erweiterten Bibliothek meine Paneele und Profile nehmen. So, man sieht natürlich sofort in der Vorschau, dass ich hier die Profile oder wie die Profile verlegt sind. Kann hier natürlich die unterschiedlichsten Werte eingeben, das heißt, sprich, ich kann sagen, die Position soll vor der Skizze sein, soll zum Beispiel noch einen gewissen Abstand haben und kann dies jederzeit auch ändern. Ich kann natürlich hier auch den Winkel definieren, das heißt, dass es hier gedreht oder überhaupt liegend eingebaut werden soll. Und man sieht sofort in der Vorschau, dass dies sofort aktualisiert wird. Das heißt, ich weiß natürlich sofort, was gebaut wird. Weiters geht es dann zu den Trennungen. Das heißt, ich kann natürlich sagen Negativlage, Positivlage, Verwendungsarten für die Zeichnung, die Mindestbreite. Das heißt, die Mindestbreite ist einfach nur so zu sehen, dass wenn das Profil schmaler ist, wie auch der Tooltip das sagt, dann wird es nicht eingebaut. Hier, ob das getrennt werden soll oder nicht, oder ob es überhaupt durchgezogen werden soll. Das kann natürlich auch jederzeit ändern. Bei den Querstößen habe ich natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, dass ich sage, hier einen stumpfen Stoß und sehe hier sofort meinen Stoß und sehe das in der Vorschau. Bei Öffnungen kann ich hier noch die Werte definieren, das heißt, wo möchte ich zum Beispiel, ich möchte oben zum Beispiel 150 mm Luft haben, das heißt, und ich sehe das sofort. So, grundsätzlich mit kann ich hier noch neue Schichten hinzufügen, diese kopieren oder auch löschen, kann hier den Namen der Profilverlegung eingeben und mit OK wird mir dies dann auch sofort eingebaut und die Profilverlegung editiert. So, jetzt sieht man auch schon schön, dass hier in der Darstellung die exakte Darstellung eingebaut ist. Das heißt, wenn man weiter darauf zugeht, ist hier diese Laminierung zu sehen. Speziell in der Ansicht will ich natürlich dies nicht haben. Das heißt, dafür gibt es dann auch die unterschiedlichen Darstellungen. Das heißt, ich kann hier sagen, die Kontur dargestellt oder Konturdarstellung. Das heißt, hier werden dann für die Ansicht die Teile so dargestellt. Hier sieht man das auch zum Beispiel, dass hier das Profil nicht eingebaut worden ist, weil es einfach zu klein war. So, die wichtigste natürlich ist jedoch die Kontur ungeschnitten. Das heißt, hier sehe ich sofort die ungeschnittene Darstellung. Grundsätzlich kann ich hier natürlich auch noch Längenänderungen angeben, was aber auch direkt im Profilverlegungsdialog ist. Diesen kann ich jederzeit hier über das Feature starten und könnte hier zum Beispiel sagen, ich möchte eine Anschnittsverlängerung von 2 oder 200 haben. Sehe natürlich dies auch sofort als Änderung, das heißt, das wird mir nur berechnet und habe meine Längenänderung. Jetzt möchte ich zum nächsten Schritt kommen, das heißt die Längenoptimierung. Das heißt, ich wähle hier einfach die Teile aus. Das heißt, ich möchte zum Beispiel diese drei Teile auf eine gemeinsame Länge bringen. Ich werde aber hier trotzdem gleich diese zwei dazu nehmen und sage hier auf die gleiche Länge bringen. Das heißt, ich sehe auch sofort in der Darstellung, dass ich diese ausgewählt habe. Kann mit der Steuerung kann ich diese dann auswählen und habe die zum Beispiel alle jetzt auf die gleiche Länge gebracht. So, die unteren möchte ich natürlich lassen. Hier sehen noch die Werte, wo die sieht man kurz aufleuchten. Das heißt, sieht man natürlich in dieser Darstellung besser. Wenn ich hier draufklicke, sieht man, okay, das ist diese Länge, das ist dieses Blech und sehe sofort, welche Teile habe ich optimiert oder welche habe ich nicht optimiert. So, wenn ich das habe, mit OK wird mir das natürlich abgeglichen und neu berechnet und ich sehe dann auch sofort in der Kontur ungeschnitten die Längenänderung. So, in diesem Fall. Der nächste Schritt ist natürlich die Paketierung. Das heißt, ich starte hier die Paketierung, kann hier sagen, ich möchte ein neues Paket haben und wähle in diesem Fall zum Beispiel, die unteren sollen in ein Paket kommen, sehe auch die Werte dazu. Dann mache ich hier noch die
Auf der linken Seite sollen in ein Paket und die auf der rechten Seite. Und sag bewusst, ich möchte hier über dieses Teil noch fahren und sehe sofort, dass ich hier dann ein Paket oder ein Teil zu viel habe. Dies kann ich natürlich mit der rechten Maustaste entfernen und mit OK habe ich natürlich auch die Paketierung abgeschlossen. Der nächste Schritt ist natürlich die Positionierung. Das heißt, ich sage, Hikart soll mir die gleichen Teile raussuchen und gehe als nächsten Schritt gleich zur Stückliste. Hier gibt es dann zum Beispiel eine Hikart oder Hikart Stahlbau zum Beispiel. Und jetzt werden mir eine Attribute ermittelt und an den Report Manager übergeben, welche ich dann sofort auch ans Excel übergeben kann. Und im Excel sehe ich dann auch die Paketierungsliste. So, das heißt, ich habe hier die Paketierungsliste, wo meine Pakete aufgelistet sind. Und zum Beispiel sieht man auch hier, eines habe ich zum Beispiel vergessen zu paketieren und habe auch sofort meine Stückliste. Die brauche ich jetzt natürlich nicht. Das heißt, ich gehe weiter zum nächsten Schritt, sprich zur Zeichnung und möchte hier eine Zeichnung von dieser Ansicht generieren lassen. Das heißt, Hikart generiert mir eine automatische Werkstättenzeichnung von der Ansicht für die Teile und legt mir diese ins Blatt 2. So, diese ist natürlich etwas klein geraten, kann ich natürlich wie gewohnt in Hikart über die Funktionen auch sofort ändern. Das heißt, ich gehe auf Maßstab 1 zu 15, weil es einfach eingestellt ist, dass Hikart mir das auf 1 zu 25 generieren soll. So, natürlich, jede Änderung kann über den Featurebaum jederzeit geändert werden. Und so sieht man eigentlich auf sehr schnelle Art und Weise, habe ich die Profilverlegung definiert, eingebaut und auch richtig belegt und habe natürlich die Fertigungszeichnung und Paketierungslisten.